Ja, so, hallo Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Episode. Weiter geht's mit Bird. Heute Sonntagmorgen. Manche gucken den Doppelpass. Wir zocken etwas. Ja, hier waren wir schon mal. Ich habe beim letzten Mal natürlich in meiner Aufregung ist die Folge nur 24 Minuten lang geworden. Also ich habe mich ein bisschen verschätzt, weil meine werte Gattin ja den Timer weggenommen hatte. So, also vom Bild her habe ich jetzt nichts Außergewöhnliches verändert, aber ich werde euch gleich zeigen. Ein bisschen was gecraftet habe ich. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich hier das Set, was man ab Level 23 anziehen kann, und zwar Kane's Robin. Ich werde es euch gleich mal zeigen. Habe ich mal so ein paar Dinge gecraftet. Also hier die Handschuhe, die Schuhe und den Hut. Ja, der hier auch 3% Crit hat und so. Ja, der ist ganz nice. 105 Stärke, nicht zu verachten. Und Z-Boni, 2% Angriffsgeschwindigkeit, 10% Magic Find und 30% erhöhten Erfahrungsbonus. Das ist doch ganz nett. So, ich habe mich hier übrigens, musste ich mir hier, oder habe ich mich offscreen hier durchgefightet. Ja, weil der Speicherpunkt war halt noch bei der Hochlandkreuzung. Und ja, groß was verpasst habt ihr nicht. Wieder mit unserem Pferd hier mal vorreiten. Oh. Ja, und wie gesagt, von den Attributen oder von dem, was ich hier unten nutze. Von den Skills her habe ich hier nichts weiter verändert. So, wir haben den Albtraumritt hier. So, können wir hier mal ein bisschen hier. Und Area Champion. Ah, schauen wir uns gleich mal an, was das Schönes ist. Angriffsstarre. Okay. Und Zerstörbarkeit. Naja. Gucken wir mal. Aber wir kommen ja eigentlich für Meister relativ flott voran. Ja. Machen aktuell 792 Schaden. Ach ja, und hier, ich habe hier mal mir ein paar Gems gegönnt. Das heißt, ich habe ein bisschen gecraftet. Ja, habe auch schon einen Level Reduce 25 Stärke Gürtel gefunden. Also 25 Level reduziert, den wir ab 45 dann tragen können. Das ist doch schon mal ganz nice. So. Na komm schon. Ach ja, wir wollten ja mal gucken, was wir hier Neues bekommen haben. Zack. Ach, wer bist du denn? Rekrell der Verhasste, Stamm des verfluchten Blutclanes. Naja. Schauen wir mal an hier. Mal durch die Menge durchreiten hier. Zack. Ja, was ich ja gesehen habe, dass, wenn ich die Gegner blitze, er 20% mehr Schaden nimmt. Das ist doch ganz, ganz nett. Wusste ich nämlich nicht. So, okay. Na, wenn wir hier mal alles... Hab ich immer noch nicht geschaut. Naja, egal. Wollen ja auch ein bisschen, wollen ja hier auch ein bisschen vorankommen. Ist jetzt, glaube ich, die 7. Folge? Weiß es gar nicht. Ja, nach 7 Folgen schon den Überblick verloren. Ich glaube, oder es ist, ich glaube, es ist sogar schon die 8. war. So, na, dann schauen wir mal hier. Hier ist nichts weiter. Ja, also die 30% Erfahrungsbonus hier, die merkt man auf jeden Fall. So. Ich bin übrigens immer noch weiter bedeckt gehalten mit dem Kreuzritter, also keine Builds geklaut oder mir Inspirationen geholt von diversen Seiten. Nein, nein, nein. Zumindest das will ich selber machen. Okay, ja, gut, dann ich glaube hier im nördlichen Hochland, da waren ja früher mal da war ja früher mal der Turm. Den haben wir jetzt ins... Oder war der? Weiß ich gar nicht. Ach doch, ah, guck mal an hier. Was ist das? Da muss ich wohl aufpassen. Wo ist denn hier Olle, mein Zorn ist denn hier der Goblin hin? Ne,
wahrscheinlich nicht kriegen, wa? Ist das auch noch ein Pack hier? Tatsächlich. Auch Doppelpack und sogar noch ein. Naja, egal. Alles auf Abklingzeit, das ist nicht gut. Upsala. Hallo. Ich fühle mich besser. Ja, schade. Ja, wir müssen bald mal ein Amulett kriegen hier, weil haben halt noch keins. Verschenkter Damage da. So. Aber wir sehen ja selbst ein Doppelpack aktuell keine Gefahr für uns. Zumindest solange kein Leck auftritt. So, du Blitzdingst. Markte brauchen wir nicht. Haben wir hier irgendwas Sinnvolles bekommen? Hm. Nein. Gut. Okay, weiter geht's hier. Im nördlichen Hochland nichts mehr Interessantes. Den Turm haben sie, glaube ich, vom nördlichen ins südliche gelegt. Damit man da nicht, weil man früher halt immer einfach hin teleportiert ist. Kurz, der war ja, glaube ich, immer in einer nördlichen Hälfte des nördlichen Hochlandes und sich da halt immer oder da halt nur geschaut hat, ob der Turm da ist, und wenn nicht, dann ist man halt einfach wieder rausgegangen. Weil, wie gesagt, da ich glaube, in der letzten Folge schon gesagt, dass da sehr, sehr viele Packs auf einem Haufen waren. So, wir haben immer übrigens noch nicht, wir haben übrigens immer noch nicht nachgeschaut, wie unsere Skills aussehen. Unser neuen. Naja. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geist. Wenn wir in Leoriks anwesend sind, werden wir das mal machen. Die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit deine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee, Lass mal ausreden, ne? Jetzt können wir auch noch warten. Jetzt haben wir nämlich gleich das nächste Level erreicht. Also man sieht, also man merkt eindeutig, dass wir zumindest leveltechnisch um einiges schneller vorankommen. Wenn wir jetzt noch einen Hut mit Loch haben, da vielleicht noch ein Rubin reinsockeln, dann sind wir ja quasi nicht mehr aufzuhalten. Aber gut, die Frage ist, wie lange wir das tragen können hier. Kane Set mit diesem Erfahrungsbonus. Ich denke mal nicht sehr lange. Vielleicht bis Level 30, 35 so. Gut, ich nehme mal ein Schlückchen Kaffee hier. Ja, wer übrigens mal Bock hat, mich zu adden. Ich meine, allzu viele schauen aktuell noch nicht die Videos. Wie gesagt, der Kanal ist neu, da braucht man ein bisschen Geduld. Jeder vielleicht sich eine kleine Stamm-Community bilden sollte, wenn es dann überhaupt mal der Fall ist. Den Leuten werde ich einfach mal meinen Battletech runterschreiben. Ihr könnt mich dann gerne adden im Spiel. Und können wir auch gerne mal zusammen zocken. Das wäre doch mal ganz nice. Vielleicht bildet sich ja so ein kleines Grüppchen, dass man regelmäßig mal so ein bisschen farmen kann. Rifts, whatever, worauf man halt Bock hat, nicht? So. Ja, wir machen hier alles durcheinander, das ist gut. Oder auch nicht. Jetzt reicht's mir aber hier. Ja, will ich einfach mal nicht unter diese Videobeschreibung, aber in die Let's Play-Beschreibung einfach mal meinen Battletech schreiben. Oh, sehr schön. So, 26, Himmelsfaust. Na komm schon. Also bis jetzt haben die Leute hier immer nur noch einen Affix. So, bevor wir jetzt weitergehen, werden wir mal kurz hier unsere neuen
unsere neuen Runen betrachten. Also bestrafen, Wiedergeburt. Wenn ihr einen Angriff blockt, während gestählte Sinne aktiv ist, wird eure Lebensregeneration 2 Sekunden lang um 78% erhöht. Ja, brauchen wir aktuell noch nicht. Himmelsfaust. Lässt eine Blitzsäule vom Himmel fahren, die eine Explosion verursacht und allen Gegnern im Umkreis von 8 Metern 340 Waffenschaden als Blitzschaden zufügt. Die Explosion erzeugt 6 Blitzschläge, die sich von Explosionsort wegbewegen und 340... Aha. Wollen die mal ausprobieren? Werden wir gleich mal ausprobieren. Haben wir zwar noch keine Rune. So, Rune Kavallerie. Albtraumritt. Der Streitross wird von gerechtem Feuer umgeben und hinterlässt eine Flammenspur. Die Spur fügt allen Gegnern, mit denen sie in Kontakt kommen, pro Sekunde 550% Waffenschaden. Das ist doch ganz nett, oder? Warte mal. Wo war hier unser Ross? Wollen wir doch gleich mal nehmen. Erinnert so ein bisschen an den Demon Hunter. Er hatte... Ich glaube, da gab es auch diesen Salto oder diese Rolle mit einer Flammenspur. Während ihr Schuldspruch, während ihr Energie für die Explosion sammelt, werden Gegner herangezogen. Das ist auch so ein... Ja, das könnte man vielleicht auch mal ausprobieren. Gebot der Tapferkeit. Dem Gebot Nachdruck zu verleihen, gewährt euch außerdem eine Chance von 100%, alle Gegner im Umkreis von 10 Metern für 5 Sekunden zu betäuben. Von 100%? Okay. Naja. So, unzerstörbar. Euer Rüstungswert wird pro 3% eures maximalen Lebens, das ihr verloren habt, um 1% erhöht. Ah, das ist für Hardcore sicherlich ganz, ganz nett, wa? Naja, gut. Also, wir haben jetzt mal Himmelsfaust hier. Mal schauen. Die Flammenspur ist bestimmt auch geil. So. Ja, dieses Pack hat mich übrigens auch schon mal getötet. Also, nicht mich, sondern mein Char. Noch nicht ganz bereit. Fiese Nummer. Was ist das? Auch noch da zu den Angriffen. Aha, okay. Aha. Ja, ist auch ganz nett, aber... Haben wir das Gefühl, dass das mehr Schaden macht? Ich weiß nicht. Nun gut. Dann probieren wir noch mal ein bisschen weiter aus. Wahrscheinlich wird es dann vielleicht auch erst richtig stark. Ha, habe ich es doch gewusst. Wenn eine Rune hinzukommt. So, wir haben noch 17 Minuten. Diesmal habe ich nämlich den Timer gedrückt. Ja, so richtig überzeugt mich diese... Das erinnert wirklich an den Demon Hunter. Bloß, dass der halt, glaube ich, nur eine gerade Flammenspur hinterlassen konnte, weil er einen Salto gemacht hat, nach vorne. Oder nach hinten, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, nach vorne so eine Rolle. Die ja dann auch irgendwann genervt worden ist, weil sie einfach zu mächtig war. Das erinnert stark dran. Eieiei. Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich in der Wüste um Caldeum verbirgt. Überbringt... Er ist nicht aufzuhalten. Kein Sterblicher könnte unsere Brüder derart... Er ist hier. Das eignet sich doch hier wunderbar, um hier durchzureiten. Beschäftigt ihn, während ich in den Tiefen unter uns seinen Untergang vorbereite. Wir werden uns wiedersehen, Magda. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Habt ihr einen Mann in Lumpen? Ja, diese Gems bringt's natürlich, ja, wa? Der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Ihr habt eure Pflicht getan, Freund. So, gut, haben wir. Ah, das Flammenhaus gefällt mir, glaube ich. Ich wusste ja, dass Leoric verrückt war, aber das hier ist einfach widerlich. So, weiter geht's hier. Also, wir kommen hier relativ schnell voran.
Gegner stellen hier. In meinem Ohr. Schaden geht auch, den wir kassieren hier. Also von daher. So. Das Interessante wird dann halt wirklich erst später sein. Also wenn wir wirklich merken, dass selbst wenn wir, ich sage mal, vorsichtig aktuelles Gear haben. Naja, verbrennt mal. Aber wir sehen ein bisschen nicht. Kassieren schon ordentlich Prügel hier manchmal ein. Giftzauber, Mörser. Ah, der. Ja, die. Okay, jetzt haben sie schon zwei Affixel. Guten Leute. Nur Geduld. Diese 500, mal hier ein bisschen heilen. Gegen heilen. Zack. So. Ja, Giftzauber meiner Meinung nach einer der stärksten Affixe, die so ein Elite-Pack haben kann. Also zumindest damage-mäßig. Es gibt natürlich nervigere wie Frozen und so ein Scheiß, nicht? Also. Oder hier auch hier die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diesen Eis. Eisverzauberung von dem Ding. Ist halt immer bestimmte Sekunden lang prockt hier. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen Heilung hier machen. Eieiei. Jetzt kriegen wir aber ordentlich auf die Fresse, würde ich sagen. Ziemlich Whisky. Der hat auch, ist noch ein Blitz verzaubert. Ja, ich glaube. So, natürlich immer dahin gehen, wo wir schon aufgedeckt haben. Okay, jetzt können wir wieder. So. Entwickelt sich so langsam zum Spiel mit dem Feuer hier, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also, da muss ich was tun. Das werde ich auch mal offscreen machen, in der Hoffnung, dass wir, ach, wir haben übrigens noch ein Paragon-Level zu vergeben, weil ich gestern mit meinem Bart natürlich nur gespielt habe. Nee, haben wir doch nicht. Habe ich schon vergeben, okay. Na gut. Dann gehen wir mal weiter hier. Was sagt der Tarot? 11 Minuten. Naja, da werden wir Level 2, denke ich mal, noch schaffen. Oh, was haben die hier? Okay. Bizarrerweise haben sie jetzt also nur noch ein Affix, ja. Das ist ein bisschen. Hm. Also hier beispielsweise nur. Vielleicht sollten wir da wirklich mal auch als Sicherheit Eisenhaut zunehmen. Oh. Kassier aber auch hier ordentliche Kellen, oder? Ich muss noch ein wenig länger warten. Los, halt um. Also diese Blitzsäule gefällt mir sehr gut, weil man sie halt gezielt auf einzelne Gegner casten kann. So, wir haben 27. Phalanx. So, was haben wir hier? Schildstoß, Schildkreuz. Zusätzliche Schilde bersten in Form eines Kreuzes aus euch hervor. Gegner, die von einem zusätzlichen Schild getroffen werden, erleiden 135% Waffenschaden sowie 100% der Blockchance eures Schildes als Schaden. Gut, was haben wir hier? Richterurteil. Für jeden verurteilten Gegner wird der Kreuzritter im Verlauf von 3 Sekunden um 17 Leben pro Sekunde geheilt. Aber bei 5800 Leben jetzt auch nicht so viel. Phalanx beschwört mächtige Avatare, die auf dem Zier zustürmen. Gegner in ihrem Weg erleiden 380% Waffenschaden.
Heiligenschaden. Na gut. Lassen wir erstmal so hier. So, also wir sind also so fast, ich schätze mal so mit 29:30, wenn wir beim Butcher ankommen. Noch nicht bereit. Und wir müssen auf jeden Fall bevor die nächste Folge losgeht, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was craften. Wir sehen hier, so richtig sauber läuft das hier nicht. Ein bisschen Sicherheit wollen wir auch haben. Ich finde diesen Blitz ganz cool, also wenn er noch... Mit einer coolen Rune haut ihr auf jeden Fall rein hier. So, weiter geht's hier. Wir haben noch 8 Minuten. Noch nicht. So. Dann werden wir doch hier genüsslich die zweite Ebene noch schaffen. Und dann sollten wir gegen Ende des nächsten Teils beim Butcher ankommen. Oh, Giftverzauberung. Nur Geduld. Kann man auch gut spammen hier, das Ding. Noch nicht bereit. Ich muss hier erstmal einem nach dem anderen. So, weiter geht's hier. Ah. Ja, das kann man sich hier merken. Hier geht's immer nach rechts weiter. Der war noch nie woanders. Und wird immer da sein, der Ausgang zu den verfluchten Feste geht's dann, glaube ich. Oder hier, nee, erstmal zum Hochlandpass. So. Wir wollen hier auch noch ein bisschen was mitnehmen. So. Nur Geduld. Ach nee, nicht die Dröscher, die haben immer so viel Leben, ey. Und die hauen auch rein. So, ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen mehr auszuprobieren hier. Zack. Um einfach die verschiedenen Fähigkeiten hier des Kreuzritters noch ein bisschen besser kennenzulernen. So, haben wir da unten noch ein Event? Nee, haben wir nicht. Ja, wir wollen uns hier aber auch nicht länger aufhalten als nötig, weil so... Richtig, glaube ich, auf Ebene 2 so ein großes Event gibt es da nicht. Wir kommen immer noch gut voran. Trotz des dynamischen Level-Systems hier. Durchheizen. Dann sollte das auch erledigt sein. Ja, beim Butcher brauchen wir auf jeden Fall mehr Heilung. Mal gucken, wie wir die rankriegen. Oh, das wollte ich gar nicht. Nur Geduld. Okay. Gerade 4 aus Versehen gedrückt. Aber läuft immer noch relativ flüssig hier alles. Wunderbar. So, auch diese Folge wird dann ein bisschen kürzer sein.
Das heißt, ich denke mal an der verfluchten Feste. Die werden wir nicht mehr schaffen in 4,5 Minuten. Ich bin Asu. Haben wir hier einen Speicherpunkt eigentlich bekommen? Ja, haben wir. Hoffe ich. Gut, an dieser Stelle verabscheue ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Na, warten wir noch kurz. Bis zum nächsten Mal.